Oh, das hier hat auch ein Inventory. Oh, das hat ein Inventory. Wartet mal, wie viel Platz ist hier? Auch 1000, oder? Ja. Sehr schön. Ja, dann können wir ja schon mal die Sachen hier umladen. Vielleicht brauchen wir dann gar nicht so viele Container. Hervorragend. Das wusste ich nicht. Danke für den Hinweis. Das Landeteil hat ein Inventory. Da kommt man natürlich auch viel leichter ran, wenn man Sachen basteln will. Und erleichtert uns das Leben doch ungemein. Und dann kann ich wahrscheinlich tatsächlich einen Container reduzieren. So, und wir müssen einfach nur. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo er war. Hier irgendwo. Irgendwo kommt er. Da. Dann können wir den tatsächlich hier hin machen. Weil den können wir dann abbauen, sobald wir die Leiter brauchen. Sehr, 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 sehr gut. Sehr, 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 sehr gut. So, und nein, wir nehmen kein Kaffee mit. Ich weiß, wie unsere Köbel so drauf sind. So, was wir jetzt brauchen, sind auf jeden Fall noch Räder. Die lassen sich natürlich wieder nicht stacken. War ja klar. 4, 5, 6. Einfach nur sicherheitshalber. Dann können wir nochmal gucken, dass wir hier noch eine Batterie mit dazu packen. Und wir können hier auf jeden Fall noch aus dem Funkbereich uns eine Antenne mit dazu packen. Und eine. Warum nicht eine Heilgen-Antenne? Ne, die ist zu groß. Kommutron reicht noch. Sehr gut. Noch irgendwas? Genau, Eva-Fuel. Gute Idee. Eva-Fuel-Tanks. So viele, wie wir noch kriegen können. Und das sind ein paar. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Haben wir unten noch freie Fächer, in die wir noch Eva-Fuel-Tanks stecken können? Ne, hier sind wir am Limit. Okay. Sehr gut. Eva-Fuel haben wir mit dabei. Das ist mit dabei. Jetzt kommen noch die Inventory-Sitze dran. Und in die packen wir jetzt auch noch ein paar Sachen. Nämlich packen wir da nochmal Ersatzpackungen für Life Support. Oh, warte mal, die sind tatsächlich so. Ne, die sind tatsächlich so klein. Sehr gut. Dann kriegt hier jeder nochmal zwei Ersatzpäckchen Life Support und einmal das. Einmal das, einmal das. Zack. Seed 1 Inventory. Ratet mal. Einmal das, einmal das, einmal das. Und dreimal Life Support. Zweimal Life Support. So. Seed 2 Inventory. Bekommt auch nochmal. Einmal. Ne, zweimal Life Support. So. Und aus der Werkzeugkategorie. Einmal von allem, einfach damit man es hat. Das war jetzt so, ne? Ja. Und last but not least kommt jetzt noch die 3 dran. Und die kriegt auch von allem einmal was. So. Das Survival-Handbuch. Naja, ich hoffe, dass wir es nicht brauchen werden. Aber. Kiss und Kess funktionieren, weiß ich mittlerweile eigentlich halbwegs. Also nicht perfekt, aber ich weiß es halbwegs. So, und dann müssen wir noch unbedingt eine Antenne hier eine ordentliche anbauen, damit wir auch wirklich nach Hause funken können. Das machen wir so. Genau, sobald die aufgeklappt ist, ist dann auch alles schön. So, jetzt lasst mich kurz überlegen. Der Rover. Was braucht der noch? Wir können natürlich noch irgendwie. Ja, Licht für den Rover. Ist ein Argument. Also, wir nehmen mal ein Sicherheitslicht mit und zwei von den vernünftigen Lichtern. So. Ja, danke. Quantity zu. So, und jetzt müssen wir aber zu guter Letzt auf jeden Fall noch. Wartet mal, irgendwo ist hier unten noch. Die Dockingports sind hier irgendwie anders, weil man damit wieder Sachen zusammenbauen kann, hatte ich gelesen. So, das ist unsere Verkupplung dann an unser Trägerraumschiff. Ich überlege gerade, dass. Ja. So.
das macht Sinn, wenn wir hier irgendwie einen Probe Core oder sowas draufsetzen, damit wir das auch steuern können, ne? Probe dein Hex war der etwas bessere. Oder? Das war doch der etwas bessere, ja. So. So. So, damit haben wir den. Damit können wir Kontrolle ausüben. Der stört da oben auch nicht besonders. Bodenschätze-Scanner, das ist. Habe ich sowas schon? Das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Idee. Portable Carbonite Sample Kit Scanner. Der wäre natürlich ganz witzig, wenn ich den noch irgendwo reinbekommen würde. Was ist denn der? 73 Liter. Aber 73 Liter ist gar nicht so groß. Den kann ich tatsächlich noch mitnehmen. Zack. Einen mitgenommen. Können wir noch anbauen. Man weiß ja nie. Solar für den Rover sind die kleinen Solarzellen, die ich da mitgenommen habe. Das ist alles schon verpackt. Jetzt müssen wir eigentlich hier nur noch wieder. Naja, so viel Flaschen brauchen wir auch nicht. Das lassen wir jetzt mal. So, jetzt sind wir bei 13,2 Tonnen. Ich sollte langsam aufhören, weil sonst kriegen wir ein Problem. Schwupp, das ist unsere Mondbasis. Jetzt muss die Mondbasis aber auch noch betrieben werden oder gelandet werden, lieber statt betrieben. Mal gucken, ob uns das reicht. Delta V-mäßig. Der Kerbal Engineer sagt 1200 Delta V dazu. So. Damit können wir das Ding ausfahren. Dann fliegen wir das mit der Probe runter. Beziehungsweise durch die Probe unterstützt kann das ja einer der Insassen steuern. So, zack. Also das Ding hier landet dann. Schwupp, 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 schwupp. Wir decoupeln. Genau, dafür müssen wir den Decoupler auf jeden Fall enable staging. So. Dann wird er abgekoppelt und fliegt weg. Richtig? Richtig. Das Laserexperiment nehme ich jetzt erstmal noch nicht mit, weil es muss irgendwo auch mal Schluss sein. Wir können nicht immer alles mitnehmen. Das ist, sonst wird das zu viel. Wie soll ein Insasse steuern, wenn er kein Cockpit hat? Er steuert ja nicht, sondern das übernimmt der Probe Core. Deshalb ja der Probe Core, damit der Probe Core das machen kann, weil das Ding hier gilt ja nicht als Cockpit. Das müsste uns eigentlich genug Kontrolle geben, dass wir damit arbeiten können. Apropos Kontrolle, ich glaube, das ist noch gar nicht so völlig unrelevant, dass wir einmal so tun. Aber zwar ein kleines Türmchen wieder oben drauf, aber da freut sich der Yin einfach mehr drüber, wenn wir ein bisschen Türme bauen. So, das ist unsere Einheit, um schwupp das ganze Ding anzulanden. 1200 Delta V, das sollte locker reichen. Reaction Wheel ist drauf. Reaction Wheel ist doch drauf. Gebt mir doch Zeit. Nö, ich will den Skycrane ja nicht mehr fliegen. Alles gut. Der kann dann ruhig im Nirvana verschwinden danach. So, jetzt kann ich hier unten nichts mehr anbauen, weil ich eine Lampe hingebaut habe. Ich Klugscheißer, oder? Ja, dann gibt es halt keine Lampe unten drunter. So, ist dann halt so. Gut, ein Adapteur, denn wir werden eine große Rakete für diesen Spaß brauchen. Und dann nehme ich auf jeden Fall mal einen ordentlichen Böllertank und den Pudel. Das wäre jetzt so. Stufe 0 ist hier oben. 1600 Delta V. Stufe 2 hat 1600. Das reicht für den Transfer zum Mond und für den Orbit. Das passt. Dann kommt als nächstes. Oh, hier geht gerade ein richtig fieses Gewitter los. Ist ja ekelhaft. Naja, hoffen wir das Beste. Falls ich plötzlich weg bin, hier ist ein Gewitter. Dann war das wohl nicht so gut. Mit dem Gewitter meine ich. Dann ist irgendwo das Internet ausgestiegen. Oder der Strom. Oder beides.
Ja, Trust Value Ratio ist jetzt noch auf dem Mond, weil das war auch der wichtige Part. Jetzt müssen wir natürlich gleich mal auf Kerbin wieder rüber, aber bisher war es völlig okay, dass das hier oben alles Mond als Trust Weight Ratio hat. Ja, Gewitter im Sinne von Blitz, Donner und die ganzen anderen Rentiere, die so vorbeikommen. Nein, natürlich keine Rentiere, aber ihr wisst, was ich meine. So, Stage 4 ist eher hier. 2000 ist noch ein bisschen wenig. Huch, da wollte ich nicht hin. Dann nehmen wir doch noch den Hobel hier mit. Aber ich fand das ganz gut, das mit ein bisschen Abstand zu machen. Ja, ich will ja Construction Ports auch nicht mit normalen Ports verwenden, weil wir verwenden einfach immer die Construction Ports, damit wir, weiß ich nicht, Constructions machen können. Ich habe keine Ahnung, was die für einen Vorteil bringen. Muss ich mir nochmal die. Doch, man kann sie irgendwie zusammenziehen oder sowas nach dem Bauen. Irgendwas war da. Auf jeden Fall. So, mehr Tanks. Und noch mehr Tanks. Und Triebwerke. Zack. Dann strutten wir den ganzen Kram. Jupp, gerne auch in die Mitte. Das hier kann mal in Richtung Root Part gestruttet werden. Und das hier wird in Richtung Grandparent Part gestruttet. So, dann machen wir bei den Dingern hier den Crossfeed an, weil die hier haben eine höhere Priorität als die inneren. Das heißt, er saugt dann erstmal die äußeren leer. So, genau, also das meine ich mit diesem Zusammenziehen, Verschweißen, wie auch immer es heißt. Ich habe es noch nicht gemacht, ich habe es bisher nur in der Theorie gelesen. Aber klingt auf jeden Fall so, als ob das sinnvoll wäre. Ah, das zu dem. So, das zum Skycrane. Und das ist dann Skycrane entkoppeln, richtig? Ja. So. Das so. Ja, mit dem Trust-Weight-Ratio werde ich auf jeden Fall erstmal nicht weit kommen, das ist richtig. Aber das heißt ja nicht, dass das hier schon alles ist. Kommen natürlich noch ein bisschen Booster ran. Schwuppdiwupp. So. Oh, jetzt scheppert's hier draußen ganz schön. Nicht schlecht. Nicht schlecht. So. So. Und schon haben wir eine Thrust Rate Ratio von 1,25 bei Start in der Atmosphäre. Hervorragend. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. Und dann machen wir schön erst die Booster weg, dann die äußeren vier weg, dann das mittlere Ding weiterfliegen und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. So, und wir werden bei diesem Trieb, dann schon so weit sein, dass wir bei 1,25 immer noch fliegen. Das sieht gut aus. So, jetzt sind wir bei 7300 Delta V. Also wir brauchen das und das. Okay, damit schaffen wir es auf jeden Fall locker in die Umlaufbahn. Dann können wir den Transfer fliegen, dann können wir landen. Das reicht. Das reicht. Die müssen wir nochmal strutten. Ha, Saruman, genau. Die müssen wir nochmal strutten. Richtig. Und weil ich sie liebe und nicht ohne sie kann, nehme ich natürlich auch noch meine Flügelchen mit. Meine guten alten Glücksflossen. Und da kommen natürlich noch Hütchen drauf. Und ich glaube, damit gebe ich mich jetzt zufrieden. Jetzt müssen wir da nur noch Personal reinsetzen. Also, ich würde sagen, das ist auf jeden Fall eher so eine wissenschaftliche Mission. Ich brauche auf jeden Fall einen Ingenieur. Ich brauche also den Neo-Kerman. Der muss nämlich wissenschaftliche Arbeit leisten. Ich brauche einen Wissenschaftler, der das da auswerten kann. Ich brauche einen Biologen, der sich das mal anguckt, ob da irgendwelche Spuren zu sehen sind. Ich glaube, ein Scout fetzt auch ganz gut. Dann können wir mal probieren, wie das so funktioniert. So, ich
glaube fast nicht, dass diese Fairing um die Base passt, aber wir können das gerne noch ausprobieren, wenn euch das glücklich macht. Wo ist es? Payload, oder? Ja. Ich habe aber so die Befürchtung, dass das nicht funktionieren wird. Ne, soweit. Soweit kommen wir nicht ganz auseinander. Ich komme hier nicht über die Container und so rüber. Also, da bräuchte ich schon eins größeres Fairing. Dann würde das klappen. Aber so weit sind wir noch nicht. Aber es muss dann halt jetzt auch mal ohne Fairing gehen. Ich autostrutte das einfach gegen alles, was irgendwie geht, dass sich das hier so stabil wie möglich verhält. So, und jetzt müssen wir nochmal natürlich unser gesamtes Staging reparieren. Gott sei Dank habe ich das mit dem Fairing probiert. So. Die Verrückten sitzen in der Bude. Wir haben eigentlich genug Life Support, um sie da eine Weile sitzen zu haben. Wir müssen natürlich irgendwann mal hinfliegen und sie abholen. Tatsächlich, ich habe tatsächlich einen Mod, mit dem ich die Teile größer machen kann. Das stimmt. Wartet mal. Kann ich das hier auch größer machen? Das kann ich aber nicht größer machen. Scheinbar. Nee, das nicht. Wartet mal. Ich kann bestimmt das Staging wieder neu machen. Okay. Ihr macht das doch mit Absicht, weil ihr einfach nicht starten wollt. So sieht's aus. Gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mit der Rakete noch, damit wir mal sehen, ob es funktioniert. Das macht mich nämlich auch neugierig. Zack. So, also unsere erste kleine Moonbase, die Moonbase Alpha, mit unserem ersten Probelauf. Dann können wir auch mal gleich gucken. Und die werden wir versuchen, in der Nähe des Steinbogens abzusetzen. Und ich gucke mal, ob es schon irgendwas Neues gibt, mit dem wir uns irgendwie vergnügen können. Launch the Kerbin Space Station. Launch the Moon Space Station. Was muss man dafür machen? Oh, das können wir danach bauen, oder? Ich glaube, danach nehmen wir uns die Mondraumstation oder die Kerbin-Raumstation oder beides. Laufen beide noch 4 Tage. Ja, natürlich kann ich auf den Skycrane noch ein Hühnchen setzen. Wollen wir uns die beide mitnehmen? Oh, habt ihr den gehört? Den müsstet ihr gehört haben. Das Gewitter kommt langsam näher und mit langsam meine ich, das war, glaube ich, gerade im Haus gegenüber der Einschlag. Also, sorry, wenn ihr jetzt irgendwie... einen kleinen Schock bekommen habt. Ich habe gerade ein bisschen gezuckt. Das war tatsächlich sehr, sehr laut. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel durchs Fenster gesehen, aber ich glaube, das war das Haus gegenüber. Ja, also, falls ich gleich offline bin, hey, sorry, ich höre da noch auf zu spielen. Versprochen. Okay, Kerbin Space Station oder Moon Space Station? Ich glaube, wir können die mal beide annehmen, oder? Die scheinen auch keine zeitliche Begrenzung zu haben. Ich würde sagen, ich nehme die beide dann gleich mal noch mit an. So, ich speichere das hier mal. Stell das kurz aufs Launchpad raus. Ich wollte die Mission annehmen. Aber naja, wir gucken mal. So. Die kann ich, glaube ich, auch annehmen, wenn ich gleich fliege. So, Neo, Marius, Zambir und Pit sind am Start. Und zumindest einer von denen war schon mal in einem Raumschiff, nämlich Marius. Der Rest, naja, wird jetzt mal sehen, wie es so auf dem Mond ist. Und ich habe total vergessen, diesen blöden Hut da noch drauf zu packen. Hahaha, noch geht's ja. Kein Go, ich habe das Aerodynamik-Hütchen vergessen. Und der Ripke hat sich dazu entschieden, auch ein Kerbonaut zu werden. Vielen Dank dafür und ich nehme jetzt hier mal die Mission an. Also, Launch the Kerbin Space Station ist tatsächlich
nicht weiter limitiert. Das heißt, wir werden uns eine Kerbin-Raumstation bauen und eine Mondraumstation. Und ich werde die auch nach dem Stream im Formular freischalten als potenzielle Einsatzorte. Also wenn sich dann jemand umentscheiden will, kann er das gerne noch tun und sagen, ich möchte auf einer Raumstation meinen Dienst tun, weil scheinbar kommen jetzt wohl erstmal Raumstationen. Kann man ja vorher nicht ahnen. So, was ist hier? Ach, guckt mal, das erinnert mich aber auch was Tolles. Das Ding wiegt wie viel? 12 Milliarden Tonnen, 100, 400 Tonnen. 400 Tonnen ist echt übel. Wartet, ich komme einfach nicht dazu. Moontourist-Auftrag. Gibt es Mondtouristen? Aber vor allen Dingen gibt es eine Strategie für uns. Wir haben nämlich, und die lohnt sich jetzt richtig für uns, wir machen Massive Scale Launches, glaube ich, noch an, solange wir jetzt hier am Mond rumdoktern, weil wir dafür alles über 75 Tonnen, lächerlich, wir werden riesige Tonnen, Tonnagen starten, kriegen wir einfach mal schön 60.000 Pfund zurück und noch 25 Reputation. Monsterraketen, here we come. Und du sagtest irgendwas von Space-Touristen. Land on the Moon with one tourist. Meinst du den hier? Wahrscheinlich meinst du den hier. Aber der macht mal einen kürzeren Ausflug. Ja, aber ich komme ja locker auch mit so viel Tonnen im Orbit an, Yin. Gut, ich nehme den schon mal an. So, und jetzt machen wir aber die Rakete startklar. Und zünden sie und fliegen sie in den Orbit. Und dann werde ich hier, glaube ich, für heute mal einstellen und alles runterfahren, bevor mir ein Blitz durch den Rechner schlägt und mich erschlägt. Dann war es das nämlich mit Livestreams. Also, Neo Kerman, Marius Kerman, Zambir Kerman und Pit Kerman kriegen jetzt noch ein Aerodynamikhütchen auf ihre Rakete oben drauf gesetzt, einfach nur, weil es hübsch aussieht. Und ich kann jetzt aber keine Verträge mehr annehmen. Wir müssen jetzt erstmal irgendwas erledigen. Und wir starten jetzt diese Rakete in Richtung Mond. Ich bin sehr, sehr gespannt, was passiert. Und ich hoffe, dass wir nicht wieder wild in der Gegend rumflippen. Aber eigentlich müsste die Rakete gut vorbereitet sein, um nicht zu flippen. Könnt ihr mal schnell aussteigen und ein Surface-Sample nehmen. Ich fahre das mal aus noch ein bisschen. Komm, das geht doch noch ein bisschen. Um alle unsere Helden im Blick zu haben. Das ist unsere Mondcrew. Falls irgendwas schief geht, habt ihr sie noch mal lebend gesehen. Der Pit. Der Marius. Das müsste der Zambier sein, oder? Dann ist das da unser Ingenieur. Der Neo, wenn ich das alles richtig jetzt im Kopf behalten habe. Ja. Gut, Freunde der Nacht, wir versuchen unsere erste Basis zu starten. In 3, 2, 1 und Feuer. Oh, das war ein bisschen zäh. Da hat ganz kurz mein Rechner mal eine Atempause eingelegt, als die Raketen gezündet haben. Ich weiß nicht, ob ihr das im Stream auch gemerkt habt. So am Rechner war es unglaublich stark zu viel, wie der einfach mal kurz eingefroren ist. Aber es fliegt. Es fliegt. Oh ja. So, jetzt gucken schon alle so ein bisschen kritisch, muss ich sagen, von den Kerbals. Also sie sind sich, glaube ich, nicht mehr so ganz sicher, ob es eine gute Idee war. Ja. Selbst der Marius ist ein bisschen geschockt, dass es doch anders ist, in so einem Container zu sitzen, als in einem Cockpit, wie es scheint. So. Aber das hast du jetzt davon, Marius. Und ich glaube, jetzt fangen sie sich schon wieder ein bisschen. Guck mal, jetzt kommen wir hier so ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser. Und schon sind alle wieder happy. Scheint also alles gar nicht so schlimm zu sein. So, ich glaube, Neo ist gerade ein bisschen angespannt. So. Weil da sein Kerbel auf dem Stuhl sitzt. Und wir haben Booster Sap. Und die ist sauber durch, auch wenn knapp. Und wir beginnen jetzt langsam aber sicher den Gravity Turn. Positive Thrust-Weight-Ratio weiterhin. Sieht alles gut aus. So, wir können keinen EVA-Report machen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, warum das so ist. Aber da habe ich jetzt auch keine Zeit, drüber nachzudenken. Oder was dran zu ändern. Wir leben jetzt einfach erstmal damit. Und wir sind bisher auf einem guten Steigpfad und gehen jetzt langsam in den Gravity Turn rüber. Und bereiten uns darauf vor,
Maximum Dynamic Pressure bei ungefähr 20 bis 25 Kilometer. Ich muss das irgendwann mal einblenden, dass wir hier auch den Dynamic Pressure sehen. Zu erreichen. Das ist nämlich die Situation, in der so eine Rakete flippt, wenn sie denn flippt. So, die sind alle ziemlich gleich, ne? Ich muss mal einen im Auge behalten, weil dadurch, dass ich den Crossfeed aufgemacht habe, ist es natürlich auch so, dass ich nicht benachrichtigt werde. Oder dass ich kein optisches Zeichen sehe, dass die äußeren Tanks leer sind. Und jede Minute, die wir den mitschleppen, oder jede Sekunde, vertüdeln wir natürlich wertvolle Delta-V. Wir kommen sehr gut über die 20 Kilometer bisher rüber. Jetzt beginnt sie ein bisschen auszuwandern. Sieht aber gut aus. Alles schon mal deutlich schlimmer gesehen. So, okay. Bisher alles gar nicht so schlecht. Gar nicht so schlecht. Okay. Nochmal lauter Knall gleich. Vorsicht. Ah, obwohl, ne, knallt gar nicht. War wohl doch weiter weg als gedacht. Der Blitz war draußen plötzlich sehr hell. Diesmal auf dem anderen Fenster. Also es scheint, das Zentrum vom Gewitter ist gerade tatsächlich hier bei mir übers Dach rübergezogen. Und hat sich einfach mal dafür entschieden, mir nicht komplett in die Suppe zu spucken. Also, es ist kein Blitz in mein Haus eingeschlagen. Das ist doch schon mal schön. So. Das kann auch erstmal zu kurz. Okay, wir gehen jetzt ein bisschen runter mit dem Schub und lassen uns erstmal ein bisschen treiben, damit wir nicht ganz so viel Höhe aufbauen und mehr in eine flache Lage kommen. Aber das sieht gut aus, ohne Flip. Und jetzt kommt auch kein Flip mehr. So. Ja, guter Einwand, Jin. Ich glaube, ich habe es irgendwann sowieso gemacht. Aber ich muss mich erstmal daran gewöhnen, dass die Kerbals jetzt auch wieder was können. Beziehungsweise die Probe Cores was können. So. Und jetzt können wir gleich nochmal auf Vollgas schalten hier. Bisschen haben wir noch. Ich gehe auf 40 Sekunden runter. Und wir gehen Vollstoff. Und wir machen gleich Sepp von der Außenstage, weil sie gleich leer ist. Und Abtrennung. Sehr schön geklappt. Splitten sich schön auf. Schönes gleichmäßiges Bild. Und wir sind unterwegs. Haben jetzt natürlich ein bisschen. Also wir driften jetzt stark auf die Apoapsis zu. Aber von der Zeit her. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das klappen wird. Wir haben nämlich noch ein relativ leistungsfähiges Triebwerk. Und wir sind gewichtstechnisch, wo stehen wir denn eigentlich? Bei über 90 Tonnen immer noch. Also wir sind gewichtstechnisch in einem guten Zustand, dass unser Vertragsbonus auch zuschlagen dürfte. Der kleine auf jeden Fall, aber ich glaube, wir kriegen sogar den großen. Also ich glaube, gleich gibt es nochmal, wenn wir das hier haben, 60.000 dazu. Einfach nur, weil wir gut sind. Einfach nur, weil wir gut sind. So, das zieht sich hier langsam leer. Hier ist alles gut. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und wir können, glaube ich, auch gleich mal. Na komm, hoch die Nase. Hoch die Nase, wir brauchen ein bisschen Zeit. Ja, so ist brav. Okay, das sieht aber gut aus, dass wir das schaffen. So, und ich schmeiß hier schon mal den Live-Support an. Das wird wahrscheinlich gleich richtig Strom ziehen. Gerade eben wird es natürlich noch schön vom Triebwerk gefangen. Aber wir wollen natürlich so zeitig wie möglich anfangen, Sachen aufzuarbeiten. Und wir haben die Apoapsis wieder vor uns. Und wir sind jeden Moment im Orbit. Und jeden Moment wird das auch gewertet. Katsching! 100.000 sogar. Ich habe keine Ahnung, warum. Ach, man kriegt beide Stufen. 60 und 40.000. Okay. Ja, hat sich doch schon gelohnt. Wie viel hat die Rakete gekostet? Hat sich das jemand gemerkt?
Sehr gut. Ah, da können wir noch locker flockig. Ich habe hier oben eigentlich eine Transfer-Stage mit über 1000 Delta-V. Ich habe in der jetzigen Stage sogar noch 1000 Delta-V. Das heißt, wir können das Ding hier auf jeden Fall schon mal anpeilen und uns auf den Weg dorthin machen. Aber bevor jetzt irgendwas Komisches passiert, muss ich auf jeden Fall mal gucken, dass wir unsere Solarpanels ausklappen, damit ihr alle nicht irgendwie einen Schock kriegt. Also, da steht gerade, knapp 150.000 haben wir ausgegeben für den Hobel. Knapp 100.000 haben wir zurückbekommen. Das heißt, ich glaube, Massive Scale Launches wird eine sehr gute Strategie für uns werden, um unsere Kosten für den Start enorm zu senken und langfristig viel Kohle damit zu verdienen. Und ja, völligst, völligst überdimensioniert. Definitiv. Ich glaube, Basis Action Groups kann ich schon. Nur die Basis, die sollte ich beim nächsten Mal auch einbauen. So, das läuft. Ach, Habitat muss man auch noch starten. Okay, dann muss man das in der Kuppel da bestimmt auch starten, oder? Ja. Okay, aber stromtechnisch kann ich das mit den Solarpanels scheinbar halten. Was jetzt hier passiert? Ach so, das hatte ich schon. Okay, sieht soweit gut aus. Wir können jetzt den Radioplasma-Nupsi-Scan durchführen, wenn ich wüsste, wo ich den hingebaut habe. Das können wir mal noch machen. Einfach mal gucken, was der so bringt, wenn man den hier so durchführt, falls man ihn denn finden sollte. Finden sollte. Da ist er. Lock Radio Plasma Wave Gedöns Zeugs. Ah, beinahe die Solarpanels, ey. Sechs Science haben oder nicht haben, ne? Guti. Das sieht doch schön aus und ich würde sagen, an genau dieser Stelle im Park Orbit um Kerbin beenden wir den Stream für heute. Wir sind auch schon wieder großzügig über die 2 Stunden rüber. Und nächste Woche geht's dann weiter, wenn wir mit unserer kleinen Basis in Richtung Mond fliegen, um dort das erste Mal für mehrere Wochen die Forschung zu beginnen am Steinbogen, den wir dort entdeckt haben. Und wir werden auch eigenen Rover dann zusammenbauen aus den Einzelteilen, die wir hier mitgenommen haben. Mal gucken, wie der so funktionieren wird. Das heißt, es gibt volle Action für unseren Ingenieur, unser Wissenschaftspersonal, also der Biologe und der Wissenschaftler werden einiges zu tun haben. Und ich hoffe natürlich, dass auch unser Scout, wenn der Rover, den der Ingenieur dann baut, auch funktioniert, unser Scout eventuell ein paar Ausflüge damit machen kann. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß heute und wir sehen uns dann spätestens nächste Woche zu Hardcore Colonization wieder. Ansonsten gibt es aber natürlich morgen um 15 Uhr auf YouTube auch den Hardcore Kerbal Stream und ich werde jetzt mal im Keller, den ich nicht habe, Zuflucht suchen, damit der Blitz mich nicht erschlägt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.